Und hier sind wir wieder zur dritten Runde des Jupressus Opens auf der DreamHack Leipzig 2021 Home Edition. Ich bin immer noch TH Payen und hier ist immer noch El Pablo mit mir. Hallöchen. Hallöchen. Ja, so, die ersten zwei Runden von unserem Swiss-Teil des Turniers waren schon ganz spannend. Jetzt geht es in die dritte Runde. Und wir haben uns ein weiteres Matchup ausgesucht, und zwar werden wir Team One Tactical gegen Flick streamen. Das Match sollte jeden Moment starten. Beide Teams bisher keinen guten Start gehabt, haben beide zweimal verloren bisher. Und jetzt müssen wir mal gucken. Einer von beiden wird jetzt gewinnen und hat damit die Chance, dann vielleicht doch nach oben mitzumischen. Und ich glaube, das Match hat gestartet. Muss jetzt mal noch reinkommen und dann gehe ich mal noch kurz hier. Wollte ich einmal kurz hier über die aktuellen Standings gehen. Also momentan in Führung mit zwei Siegen liegen Mazer, Team Flogels, Rise Gaming, Team Momentum, Atlas und SH Esports. Das sind momentan die führenden Teams hier, alle mit 4 Punkten, also 2 Siegen. Und wir werden mal sehen, ob es das so bleibt, wie sich das ändert, die Runde. Also ich meine, es muss sich ändern, weil die jetzt gegeneinander spielen. Zum Beispiel, ich glaube, wir sehen Mazer gegen Momentum, oder? Was war das hier? Das habe ich ja weggeklickt. Eben hatte ich es noch offen. Wo ist es? Da! Mazer gegen Momentum, genau. Und Flogels gegen Atlas. Rise vs. SH. Also ein paar von denen werden jetzt verlieren müssen. Zwangsläufig. So ist das halt im Swiss. Und wir gucken uns hier aber Team One Tactical gegen Flick an. Und das Match startet. Ja, da sind wir schon wieder. Der Stream ist noch nicht da. Aber jeden Moment. Auf jeden Fall haben wir hier Team One Tactical auf der Verteidigerseite und Flick greift an. Und da habt ihr auch Bild. So. Ja. Da ist unsere Karte. Erste Runde. Z-Star. Bombe in Arcade. Skylight. So sieht's aus. Was sehen wir so bis jetzt? So sieht's aus. Absolut. Ich würde sagen, sieht gleich schon mal nach einem Go-Round aus für die Angreifer. Storefront. Sie smoke mit Freezer am besten. Sieht so aus, ja. Team One Tactical bereitet sich wahrscheinlich auf einen Bathroom-Push vor. Sieht so aus, ja. Ja, ich meine die Türe zwischen Arcade und Storefront, also das ist kein, nur ein Durchgang, keine Türe, oder bin ich da falsch bei? Nee, da hast du recht, die ist falsch markiert auf der Karte. Das ist ein freier Durchgang, da ist gar keine Tür. Müsste eigentlich weiß sein. Kleiner Fehler beim Kartenerstellung, aber nicht so dramatisch. Ja. Ich glaube, man kann von Storefront dann ziemlich gut in Arcade reinpushen mit ein paar Flashes. Mit Flashes auf jeden Fall. Ja. Das macht es natürlich einfacher. Das stimmt schon. Ja, sieht so aus, als würde Team One Tactical da auf jeden Fall Barbed Wire erwarten. Entschuldigung, als würde Flick da Barbed Wire hinsetzen wollen. Also hier Angreifer aus Storefront und Office erwarten. Ja, haben hier auch Barbed Wire zum Office gelegt. Generell viel Barbed Wire. Team One Tactical sieht ziemlich verteilt in den Räumen. Ja, und Flick ist hier mit einem Eco-Player am Start. Gehen durchs Dach, durch Skylight, Flash in, 2 sogar, springen runter. Hexfar sitzt hier allerdings, gibt hier ein paar Schüsse ab, verzieht sich dann. Oh, wird von Zato hier rausgenommen. Schöner Follow-up. Killt hier den ersten Team One Tactical Spieler. Hart sitzt hier in der Smoke. Oh, schöner Kill. Oh, nee, doch nicht. Was war das denn? Teamkill von Fufu. Aber ich glaube, Head hat den gebaitet, aber dann wird Head auch noch gekillt. Also doch jetzt schon. Oh, 3 Verteidiger down. Ich wollte gerade 2 sagen. Zato hier mit dem nächsten Kill in Arcade. Macht das hier sehr schön mit der AP. Und die anderen versuchen jetzt gerade hier nach Bathroom zu pushen. Aber da sitzt Harz mit der Shotty. Nimmt den ersten raus. Sehr schön. Aber Zato, Killsnake und Katzi kriegt hier dann auch Harz. Und die erste Runde geht an Flick. Hat 2 gute Kills von Harz und Freezer. Ja, hat nicht ganz gereicht. Aber er hat es fast gerissen hier. Mit dem Teamkill waren es dann schon nur noch zwei Angreifer. Hätte nur einer von den anderen vielleicht noch hier irgendwo was einen erwischen müssen oder so, dann wäre es vielleicht anders gegangen. Ja. Ja, da hat es Barbed Wire nicht so viel gebracht in Arcade oder zwischen Arcade und Storefront, aber ja gut. So, ja, Zato hatte, sie haben es halt gepiekt, ne? Und Zato hat halt da schön vom Storefront dann reingehalten mit der AP.
Gerade der Follow-up am Anfang war schön, weil direkt hinterhergerannt ist. Hat er gut reagiert und hat ihn dann auch beim Wegrennen erwischt. Gut, guter Start für Flick. Ico-Runde gewonnen. Da können sie jetzt ja machen, was sie wollen. Würde ich sagen. Ja, das würde ich auch sagen. Wir haben eine Airlock-Map. Ja. Ja, Airlock. Gleiches System wie in World, bloß halt mit zwei Öffnungen. Drückt man den Knopf, schließt sich die eine Türe und die andere öffnet sich. Ja. Genau, und es gibt drei Knöpfe, nämlich einer innen drin, einer auf der einen Seite und einer auf der anderen Seite. Weil sie nicht direkt an der Tür sind jeweils, aber um die Ecke. Ja, Airlock ist immer ziemlich Molotov-Spot, weil einfach sie können nicht mehr wegrennen, aber vorne ist es offen, Verteidiger schmeißen Molotov rein. Ist ziemlich, ja. Ja, ist aber fies. kann aber auch ziemlich gut laufen, Airlock, gerade weil es halt eine große Öffnung ist, können sie gut sich verteilen. Haben dann auch Deckung. Auf jeden Fall, ich sag mal so, man braucht auf jeden Fall Flashbangs, um da durchzukommen in der Regel. Ja. Sieht aber so aus, als wollten sie hier gar nicht den Airlock, sondern einfach neben dem Airlock durch. Ja, mit der Wall Charge, ja. Interessant, ja, könnte klar, das ist kein schlechter Spot. Timon Tactical hat's schon markiert, vielleicht. Ja. Muss sich dafür vorbereiten. Ich war gerade kurz verwirrt von der Map hier. Ich habe hier gerade links oben mir die rote Tür angeguckt. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist. Aber die ist interessant positioniert. Ja. Die ist gerade die innere Tür. Also man muss halt von Reception durch die Fenster zu der roten Tür. Und dann kann man. Eine kleine Abkürzung. Ja, interessantes Map-Layout auf jeden Fall. Habe ich auch noch nicht so gesehen in der Form. Immer mal wieder wird man hier überrascht in dem Spiel. Von so Sachen. Oh, ich habe gar nicht realisiert, die haben die Auto-Shotgun geklaut. Oh. Das könnte natürlich bitter werden. Das könnte bitter werden für die Verteidiger hier. Ja, Flick geht jetzt hier durch Reception rein. Mit allen fünf Mann. Haben die Auto-Shotty und eine Wall-Charge dabei. Doppel-Flash in Kitchen. Hier, der Airlock ist zu, Huxfer sitzt da drin. Achso, ja, das ist ein Fenster, der guckt da durch. Aber das ist Bulletproof, da kann man nicht durchschießen. JJ, schaut mal da rein. Oh, ein Phantom hier, schön. Ich hoffe, es geht einfach rum und killt Hartz. Gut gemacht. Watchout ist, glaube ich, geplaced, aber sie haben sie noch nicht geschossen. Jetzt verguckt nochmal das Fenster. Da kommt die Watchout. Oh, von der Seite, Snake hier, schön. Jetzt sind sie getrennt mit dem Molotov. Snake hat hier ein paar schöne Schüsse abgegeben. Fufu hat die Head rausgenommen. Und jetzt kommt hier allerdings der Kill von Huxford durch die offene Airlock-Tür. Schöner Doppelkill. Nimmt die Attacke raus. Casey kann ihn dann endlich killen. Fufu ist hier im... Oh, schönes Crossfire. Ich wollte sagen, Fufu ist nicht in einer guten Situation, aber Phantom auf der anderen Seite hilft ihm aus und killt den Verteidiger hinter der Bombe. Und Casey nimmt Snake mit und sichert hier die Runde für sein Team. 2-0 für Flick. Guter Push. Wirklich guter Push. Ja. Da hat sich die Auto schon ganz gelohnt, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Huxford hat das hier gut gemacht, als der Airlock aufging. Ich glaube, er hat selbst aufgemacht, tatsächlich. Und hat dann hier schön gesehen, okay, die greifen jetzt hier an, dann lassen wir doch mal von der Seite kommen. Hat auch ganz gut geklappt, aber war dann nicht genug in der Summe. Ja, aber auch ein bisschen, wenn er den Vault geöffnet hat, oder den Airlock, dann war es ein bisschen blöd für sein Mate, weil der stand ja hinter der Tür und so hat ihm seine Deckung weggenommen. Okay, das habe ich gar nicht gesehen, aber klar, das ist natürlich dann ungünstig. Ja. Naja, gut. So ist das mit dem Airlock. Hat halt zwei Türen. Ja, da kann man immer schön mitspielen. Gut, dann, ja, guter Staffel Flick. Jetzt haben sie immer noch zwei Door Charges und ich glaube zwei Klecker auch. Das heißt, sie können sie sogar ohne Rumgerenne beide benutzen auf Factory. Schauen wir mal, ob es gute Spots gibt. Ja, würde ich sagen. Ja, kann man schön in den Hauptbereich von Fan und Red Door rein, ne? Converse, Shelding, ja. Ich denke mal, kann man gut die Defender dann ins Kreuzfeuer nehmen von beiden Seiten. Ja, gut, Office ist natürlich dann trotzdem noch da, ne? Ja, Office, da müssen sie... Hier im Südhinterteil von Office ist keine Cover. Das heißt, wenn du hier auf den Shelving bist, kannst du hier schön rüberschießen. Oder auch von hier. Müsste auch ein Winkel sein. Also vielleicht reicht das, wenn man hier den Highground nimmt beim Fan, könnte das reichen, um das Office zu leeren. Scheint auch der Plan zu sein hier.
Ja, Office ist ein bisschen der Präsentierteller hier auf der Map. Ja, also ich Einfach meine, hat nur natürlich viele Sidelines und viele anschieben. andere Räume, aber wird halt auch von überall gesehen, ne? Ja, das bin ich mal gespannt, wie die Verteidiger es nutzen werden. Ja, also tatsächlich schwierig zu halten. Also echt ein interessanter Spot, weil es halt einfach keine Cover im südlichen Teil, da wo die Fenster sind. Das ist schon, ist dann schon ziemlich riskant, vor allem wenn die Gegner von zwei Seiten kommen. Sagen sie von einer Seite kommen, ist ja schön und gut. Von daher, ich denke, die zwei Dodge-Charges lohnen sich hier ziemlich. Also ich würde fast sagen, die Runde geht wahrscheinlich an Flick, einfach weil sie zwei Dodge-Charges haben und die hier, wenn sie das nicht versemmeln, haben sie hier eine extrem starke Position. Wird schwierig für Hearts in Office. Ja, auf jeden Fall. Das ist hier der einzige in Office. Dann haben wir hier einen in Toxic. Exfa. Sieht immer so aus, als würden sie auch durch die grüne Tür rein wollen. Zumindest haben sie eine Linie hingezeigt. Oder sie sind nur besorgt um Schüsse. Möglicherweise. Na, JJ guckt zumindest mal. Fan ist offen. JJ wartet. Nee, JJ geht rein. Das ist ein Triple Push. Interessant. So, ja, die anderen Push sind eigentlich ein bisschen verzögert. Fan Push ist schon mal drin. Fufu ist eigentlich direkt runtergesprungen. Kämpft hier gegen Hux war. Schöner Molotov. Ah, ja, hat gereicht. Hux war kicken Kill. Aber auf der anderen Seite, JJ und Phantom nehmen zwei Verteidiger mit hier. Guter Start für die. Einer hier in Storage. JJ rein pushen. Geht jetzt in Office hier rein. Schmeißt die Flashbang. Hartz muss wegrennen. Oh, und das könnte. Die anderen sind allerdings noch nicht drin. Wenn die jetzt reinkommen, sind sie in seinem Rücken. Das wäre ganz schlecht für ihn. Oh, schöner Molotov. Killt hier JJ und hat damit ins Office wieder. Aber jetzt kommt Phantom von der anderen Seite rein. Sieht er ihn? Er sieht ihn und kriegt ihn. Hartz down. 2 gegen 2. Head versucht hier ein paar Schüsse loszuwerden. Macht ein bisschen Schaden auf Casey. Hexfa rennt hier immer noch rum. Versucht hier eine gute Position zu bekommen. Phantom sucht ihn von dem Fenster. Nice, Hexfa hier. Kommt von unten rumgeschwungen ums Office und nimmt Casey raus. Und jetzt ist nur noch Phantom, der hier rumläuft. Er hat noch volle HP. Er kann das schon noch schaffen. Er hat noch genug Zeit. Beide Verteidiger sind super low. Haben beide einen F1 allerdings. Wenn die ein paar Schüsse treffen, dann war es das. Okay. Das war's. Da war es nur noch einer. Und ein Schuss und Head ist weg. Also das kann Phantom definitiv noch drehen hier. Oder was ist drehen? Also jetzt ist er sogar im Vorteil, würde ich sagen. Head schmeißt mal eine Flare. Ist Spaß an der Freude. Und Phantom, ja, nee, von da sieht er ihn nicht. Da sitzt sein Cover. So langsam tickt die Zeit. 35 Sekunden. Head peekt um die Cover rum. Phantom Slow Walk will sich nicht verraten. Jetzt fängt er an zu rennen. Das müsste der Drop von Phantom, von Head sein. Reicht es? Nein, es reicht nicht. Hat Schaden gemacht, aber das war zu wenig. Er hatte zu wenig Leben. Hat den Double Tap hier auf den Kopf nicht geschafft mit der Leg Ross. Und Phantom killt ihn und secured die Runde. Und damit das erste Set 3-0 an Flick. Schade auf jeden Fall, aber ich denke mal, sag ich schon. Timon Tactical hat es gut verteidigt, aber Ja, am ja, ein Ende bisschen, ich war würde es halt mal der sagen, ein Clutch. bisschen schlecht für Flick war es, dass sie diese zwei roten Türen oder Fan und die rote Tür ein bisschen zeitverzögert gepusht haben. Erst sind die Ja. Fan rein und dann sind die. Das hat wahrscheinlich, ja. Definitiv, wenn sie drin, schon drin gewesen wären, wenn sie schon hätte reingepusht hätten hier bei der roten Tür Ja. links, dann hätte Hexfahrer da auf keinen Fall, ich glaube, es war Hexfahrer, ne, Office halten können gegen JJ. Weil er ist ja voll raus, stand dann auf der Treppe, dann Molotov reingeschmissen und ist dann erst wieder rein. Und das hätte nicht geklappt, wenn da schon Angreifer an seinem Rücken gewesen wären. Generell war das Timing ein bisschen komisch, die drei Pushs waren alle versetzt. Ein Aber es hat am bisschen Ende ja noch Kanone. gereicht. Jetzt Timon Tactical im Angriff. Wieder auf der gleichen C-Store-Map. Wie sieht's aus? Flick tut sich wahrscheinlich auf den Eco-Round vorbereiten und denkt. Ja, gut, auf der Map ist eigentlich, würde ich sagen, die Eco-Round eigentlich sehr gut machbar. Ja, auf jeden Fall. Das Weil man Skynet kommt gibt dir eigentlich, ja. guten Zugriff ins Arcade, in Freezer. Ist schwer auch zu verteidigen. Also ich meine, klar, du kannst Leute im Freezer haben und einen im Teller, aber. Ja, ich glaube, das ist die beste Option auf der Map eigentlich, eine Eco-Round machen. Man verliert nicht, also nicht viel, wenn man es nicht schafft, aber man kann es gut schaffen, wenn man was so Ja, eine sagen. gute Chance. Sieht aber so aus, als würde Timon Tactical hier lieber den Bathroom-Push wagen. Interessanterweise, um Teller zu öffnen und nicht um Power zu nehmen. Ich meine, ähnliches Resultat. Die sind dann in Storefront. Ja, können dann von außerhalb schön Freezer vielleicht mit der Saber Es macht reinschießen. natürlich leichter dann hier, Freezer. Du hast dann auch eine schöne Sideline hier in Arcade rein. Wenn du hier dich selber draußen hinstellst, dann wird es da auch ganz schön eklig für die Verteidiger.
Weil dann ist das hier quasi eine tote Zone. Oder Todeszone eher. Also schauen wir mal, dass der Plan ist. Die setzen auf jeden Fall Barbed Wire in Storage. Interessant. Ich glaube, das wird nicht zum Tragen kommen. Sieht nicht so aus, als würde. Also ich meine, vielleicht eine spontane Rotation. Zwei sogar. Okay. Also ich meine, sie pushen Bathroom, weil sie haben aber nicht den Plan, nach Storage reinzugehen. Also sieht so aus, als würden sie einen 3-2-Split machen hier. Age und Head gehen aufs Dach. Die anderen bereiten sich hier vor, haben übrigens keine Saber. Also. Ah, wo bleibt die Charge? Moment, wo ist der Klecker? Ach, der Head hat den Klecker. Du rennst. Okay, da ist irgendwie ein bisschen Misskommunikation. Du musst auf die andere Seite vom Dach. Will von oben klecken, aber ist auf die Seite, falsche Seite gerannt. Tja, gut. Da kommt der Kleck. Flashbang rein. Fufu zieht sich zurück mit seiner Shotty. Head rascht. Ah, nee, Quatsch, der ist auf dem Dach. Das sah verwirrend aus. Mein Fehler. Head rennt übers Dach. Fufu noch nicht unter Antrag. Jetzt wird Fufu. Oh, der hat die Tür geöffnet. Und Age nimmt ihn raus. Allerdings hier Bad Flag von Hux for Kid Snake im Teller. Oh nein. Sie haben Shutters open. Molotov geht raus in Arcade, um sie zu delayen, aber wahrscheinlich nicht so schlimm. Ja, jetzt ist auch aus. Gut, einer für einen. So weit wegen der Bad Frag. Gucken wir mal, ob sie jetzt hier reinkommen. Harz nimmt ein bisschen Schaden da, als er da dran vorbei ins Kontroll. Die Flash rushen rein. JJ ist ziemlich hart geflasht. Geht auch. Nein, geht nicht down. Tatsächlich kriegt den Kill hier. Und Harz geht auch down. Uiuiuiui. Head aber dann mit dem Rache-Kill. Sitzt eigentlich hier hinter. Kriegt den anderen Kill auch. Aber jetzt kommt Casey mit der Autoshotgun. Weiß er, wo er ist? Er weiß, wo er ist. Und nimmt ihn hier raus mit der Autoshotgun. Und jetzt kommt's auf Age an. Einer gegen zwei. Zeit hat er noch. 50 Sekunden. Er hat eine Black Tar. Er hat volle Leben. Das ist machbar. Aber in den Close Ranges schwierig. Und Phantom killt ihn hier mit der KA. Und da kommt das Rage-Scribbling von Todd. Demon Tactical. Läuft nicht gut für sie bisher. 4-0 für Flick. Ja. Ja, leider auch hier wieder den Kill mit der Frag. Ja, aber gut. Die war bitter. Auf jeden Fall. Ich glaube, es war der zweite Teamkill für die. Hat Fufu es abgekriegt? Ah ne, Fufu ist auf der anderen Seite. Entschuldigung. Aber ich würde sagen, guter Arcade-Push. Gut reingeflasht, aber ja. Ich glaube, es hätte auch schwierig werden können noch später mit Arcade und der Bombe, weil ja dann die Autoshotgun noch in Storage war. Also, ja, das ist wahr. Ja, es war ein bisschen krass. Also JJ hatte sich irgendwie, wurde zwar geflasht, aber irgendwie haben sie nicht gekillt bekommen und dann hat er die da einfach rumgemäht. Das hat nämlich den Push ein bisschen gestoppt und dann kam zwar noch jeder andere rein, aber hat dann da schön den Doppelkill gemacht, aber dann kam die Auto-Shotgun noch um die Ecke. Waren dann halt dann doch zu viele Gegner. Gut, ein paar Chancen haben sie noch. Wir sind wieder auf Greased a Display, der Airlock-Map. Ja, mal schauen, ob Timon Tactical den Airlock benutzen wird. Wie es aussieht, wird es Reception Office. Ja, also riskant hier, sie wollen den Klecker bringen, nachdem sie in der ersten Runde verloren haben. Das heißt, ja, wenn sie den hier auch verlieren, dann wird es ganz schwierig in der dritten Runde oder sechsten Runde. Ja, hier werden jetzt schon ein paar Bäume eingezeichnet, da wo auch die Angriffe kommen werden. Ja. Nicht schlecht. Ich bin mal gespannt, ob sie die Kitchen halten werden oder eher, ja, erst sich im Brickhouse Club halten werden. Mal schauen. Ja. Also die Angriffe planen auf jeden Fall sehr ausgiebig. Ja. Viele Linien gezeichnet hier. Wollen auf jeden Fall sicher gehen, dass sie den Office hier, die Corner checken. Immer wichtig. Immer wichtig. Vor allem sieht auch so aus, als würde ein Verteidiger sich da hinsetzen. Also, ja, Auto-Shotgun. Oh oh, Razy mit der Auto-Shotgun. Casey, Entschuldigung. Mit der Auto-Shotgun, das könnte... Gut, wenn er geflecht... Also ich meine, er wird da leicht geflecht, ne? Dann macht er gar nichts, wenn er kaputt geflecht wird. Aber wenn sie einfach nur so checken, wird es natürlich schwierig. Oh, er hat einen Klecker dabei! Der sitzt neben der Tür, das könnte gefährlich werden. Das könnte gefährlich werden. Wir werden sehen. Wird wohl ein 2-3 Push? Split Push? Age und Head gehen dahin. Dann schauen wir mal, ob die Door Charge ihm ins Gesicht fliegt. Er hat sie gesetzt. Ich glaube, Casey hat nicht geklickt. Jetzt müssen sie ihn nur flashen und rausnehmen. Er sollte durch die Wand geflasht sein. Head kommt jetzt ein bisschen spät, findet ihn aber, killt ihn. Sauber gemacht. Und das, da gehen direkt noch zwei Verteidiger down. Ja, das sieht auch gut aus für TOT soweit. So far, ja, genau. Dummes Englisch, dass er immer sich reinmischt. Das war schön sauber hier. Hax war und Age haben direkt noch zwei mitgenommen. JJ im Backstage und Sato in Brickhouse. Jetzt haben sie hier das Airlock gedrückt.
und pushen hier ins Club rein. Fufu geht down und ja, dann ist es nur noch Phantom gegen 5, ne? Das sieht nicht cool aus für ihn. Age hält den Winkel. Die anderen hier schön auf der Bombe. Gucken wir, kriegt noch einen Kill, okay? Aber ich glaube nicht, dass er das noch drehen kann. Versucht er auch gar nicht. Will jetzt seine KA behalten. Ah, sie müssen den Clank aber noch aufheben. Der, gut, der liegt aber da, ne? Das sollten sie eigentlich, Snake hat Platz. Uh-oh. Komm schon. Ich vergessen. Nein, sie vergessen den Klecker. Nein. So ah, Harz, Harz, ja. Harz, ja. Nee, hat ihn nicht. Hat ihn nicht. Okay. So. Ich habe mir nur gedacht, bitte, bitte schau in die Ecke. Ja. Das ist ja, so halt schade gewesen. Ich fand es ein bisschen viel, Schade. Aber es hat gereicht. Ja. Ich dachte schon, es reicht nicht, aber er hat einfach gut gepreamed, glaube ich. Und hat den direkt sehr schnell gekillt. Ich glaube, es war die AP, ne? Wahrscheinlich irgendwie einmal schön ein paar Kugeln in den Kopf. Echt gut. Jetzt den Klecker vergessen, das ist natürlich bitter. Aber der Punkt ist, es ist nicht ganz so schlimm, weil Flick weiß das nicht. Ja. Flick weiß es nicht, das heißt, sie müssen Eco machen, aber Flick weiß es nicht, das heißt, sie können nicht einfach ihre komplette Verteidigung darauf aufbauen. Und ich finde auch Eco auf der Map gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Ich glaube auch nicht, dass auf der Map Storage aktiv verteidigt wird. Ich denke mal, es wird eher Office, Toxic, vielleicht Shelding. Also ich denke mal, sie kommt ohne Clayton gut da rein. Ja, also ich denke vor allem, Toxic ist natürlich da, das Power ist gut erreichbar. Gut, muss man natürlich gegen Office aufpassen. Also wenn aber schön hier, denke, so ein schöner Split-Push durch Storage in Toxic und Office gleichzeitig, könnte gut klappen. Noch malen sie die Linie zum Fan. Ich weiß nicht, ob sie nur dahin laufen wollen oder ob sie denken, sie haben noch einen Clacker. Wenn ja, wird das jetzt gleich ein böses Erwachen geben. Legt es eigentlich schon wahrscheinlich Rob in Office, könnte ich mir vorstellen. Ja, das ist eigentlich keine Sideline, die er da eingezeichnet hat, die es gibt. Die Shelvings da, die sind zu hoch. Da kann er nicht durchschießen. Die zum Fan, okay. Also ich meine, da gibt es einen Winkel, ne? Hier, und es gibt auch einen Winkel hier. Aber ja. Der durch die Schränke da durch geht nicht. Aber vielleicht war es nur eine schnelle Zeichnung, um zu sagen, hey, von hier kann man alles sehen. Ja, sie scheinen genau das zu machen, was ich mir gedacht habe. Ich glaube, sie setzen wahrscheinlich einen an Fan, um da ein bisschen zu pieken. Und dann sehen gerade, sie haben eine Warcharge. Moment, sie die Attack? Die bringen sie auch, ja, sie bringen sie auch mit. Ich weiß nicht. Aber also, der Klecker ist nicht da. Das war interessant. Ja, zum Verwirren oder so. Oder sie sind selbst noch verwirrt. Wer weiß. Wir werden es sehen. Irgendwann werden sie wohl merken, dass sie keinen Klecker haben. Falls sie es noch nicht gemerkt haben. Oh, hier jetzt. Wenn, warum Phantom nicht die Warcharge? Wenn die Gegner sie sehen, haben sie zumindest Angst davor. Tatsächlich wird Storch hier gehalten, ja. Ja, die Saber geht an den Fan. Und die anderen sind hier mit Flashbangs bewaffnet. Und ein Frag. Zwei Smokes. So, Tür wird aufgeschossen mit der Shotgun. Oh, Phantom, schöner Kill hier. Nimmt direkt Huxbar raus mit der KA. Zieht sich direkt zurück. Sauber und sicher gespielt. Hat sogar noch ein bisschen Schaden gemacht, ja. Hat versucht hier wen zu finden, aber gelingt ihm nicht. Ich weiß nicht, ob er da einen Winkel hat. Nee, ich glaube, er hat keinen Winkel, er sieht ihn nicht. Wenn sie da unten rumrennen. Die anderen pushen jetzt hier rein, versuchen Office zu nehmen, haben noch eine Frag. Wenn da jetzt eine tiefe Frag kommt, das könnte klappen. Phantom nimmt Head am Fan raus. Oh nein. Und eine tiefe Frag in Office könnte jetzt. Da kommt sie, das könnte ein Double Kill werden. Nee, aber ordentlich Schaden, richtig ordentlich Schaden. Und Age pusht rein, wird übrigens von JJ hier. Nee, tatsächlich von Sato gekillt, aber JJ hat auf ihn geschossen. Jetzt Snake versucht. Sie haben Power, aber es ist 2 gegen 5. Aber die Verteidiger sind super low. Wenn sie jetzt ein paar Lucky Kills in der, oder was, Lucky, also ein paar Easy Kills im Dunkeln kriegen, dann könnte das noch klappen. Sie haben noch jede Menge Zeit, allerdings keine Flashbangs mehr, da ist nur noch eine Smoke. Das wird schwierig, aber ist machbar. Das ist machbar. Schauen wir mal. Ist Fufu? Ne, Fufu hat fast keine HP. Wo ist denn derjenige, der noch HP hat? Das ist hier Casey, ganz da hinten. So, sie pushen jetzt hier rein. Fufu sitzt mit der Shotgun, wartet. Snake killt Phantom. Hart killt Fufu, nimmt der Shotgun. Sehr schön weggerotzt. Jetzt JJ steht ja an der Treppe direkt runter, das kann ein bisschen fies werden. Sie nehmen sich hier die Zeit, das sicher zu spielen. Sie haben noch 45 Sekunden. Das geht noch. Jetzt vielleicht noch eine clevere Smoke. Da wird jetzt geballert hier durchs Office-Fenster. Okay, damit sind alle Verteidiger low und JJ geht down. 2 gegen 2. Jetzt sieht's gut aus wie der Attacker. Die haben nicht wesentlich mehr HP. Und es ist dunkel und ich nehme an, sie haben Night Vision dabei. Molotov auf die Bombe, aber Sato auch down. Sehr, sehr schön gespielt hier von Snake und Harz. Und Harz kriegt den letzten Kill. Sehr, sehr geil gemacht von den zwei hier. Sichern hier die Runde. Und 2-4. Sehr, sehr gut gespielt. Ich glaube, der letzte Push ist sehr nice von Team One Tactical. Und auch der, ich glaube, das Brauer war ziemlich wichtig, weil die Mordhilfen konnte echt ziemlich wenig machen und das war echt, also. Ja, aber ich muss sagen, am Anfang hin. Nee, sag. Ja, interessante Waffenwahl von Hartz.
Ja, der Shotgun mit ins Factory zu bringen. Gut, ja, ich meine, er hat die Tür mit aufgemacht halt, ne? Aber danach, gut, Office clearen ist auch nicht schlecht damit. Hat ja auch geklappt, hat er ja den Fufu umgeknallt, also. Ja, also ich meine, du hast schon recht, auf jeden Fall. Power war halt hier signifikant und dann die Frag im Office hat halt auch einfach die richtig runtergeholt, ne? Dann hatten sie beide fast keine HP mehr. Und das hat es dann schwierig gemacht. Und dann haben sie es echt sauber runtergespielt. Auch Zeit gut im Auge behalten, nicht zu lang, sondern nicht zu schnell. Könnte sich noch drehen hier in der zweiten Hälfte. Schauen wir mal. Gut, ja, wie gesagt, zweite Hälfte, neue Maps. TOT wieder im Angriff. Ja, hier Blue Arrow. Bombe in Storefront, also hier wäre ein War Judge in Storefront angemessen, würde ich sagen. Ja, ja, und so sieht's aus. Da kommt sie auch. Jetzt aber haben sie gut. Auch einen Cracker. Ja, jetzt können sie die War Judge auch mal benutzen. Ja, aber ich würde sagen, auf der Map kann man, ich denke mal, Storefront, diesen Storefront War Judge Push ziemlich gut abhalten, weil man hat rechts, links, oben und unten auch gut Deckung in Storefront. Ja. Auch das Tellerhole und Freezer. Also man kann es, ich glaube, man kann es gut verteidigen, diesen Push. Ja, aber sie planen auf jeden Fall dafür, ne? Smoke vor Freezer, Smoke oben zum Arcade hin und dann schön den Teller rein, den auch sauber machen. Und dann halten halt, ne? Das könnte schon klappen, aber es kommt ein bisschen drauf an, wie die Verteidiger das spielen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, man kann von Storage hier Wallbang, ne? Auf die Bombe. Oder ist das dazu viel Cover? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ne, das ist niedrige Cover, das müsste gehen. Ja, müsste gehen, ja. Das müsste gehen. Das natürlich, ich weiß nicht, ob Flick daran denkt, aber wenn sie da jemanden mit der Leg Ross hinsetzen, das könnte schon, das wäre ziemlich eklig. Das würde dann so diesen kompletten Plan verhindern im Endeffekt. Weil da müssten wir erstmal noch Storage klären. Generell fies hier. Wenn ich mir angucke, du kommst ja echt schlecht in Storage rein, wenn du in der Storefront bist. Entweder komplett durch Freezer Bathroom oder halt durch Arcade durch. Also jemand, der da sitzt, kann schon viel ausrichten. Sie haben da einen, hat der eine Leg Ross? Glaub nicht, ne? Casey? Nein, eine Grube. Das ist eine Grube, ja, die kommt nicht durch die Wand. Ne, generell keine F1 dabei. Phantom wieder mit der KA, war er bisher sehr erfolgreich mit. Sitzt hier ein Freezer. Head hat die Saber dabei. Okay. Ja, gut. Nicht schlecht für die langen Winkel hier dann, wenn er außerhalb von der Storefront steht. Gehen ganz links rein, nicht wo sie gemalt haben. Dann wird direkt geballert mit der Neck auf die Entfernung. Macht das eigentlich nicht viel. Ordentlich Flash und Smokes gehen hier los. Freezer wird allerdings noch nicht gesmoked, stattdessen wird hier reingeballert. Huxfar pusht hier durch. Ist jetzt bei Teller Age, kommt mit der Shotgun. Sind hier komplett gehitten im Smoke. Nice, Seitu kriegt hier den Kill von der K mit der Neck. Durch den Smoke, sehr schön gemacht. Jetzt kommt der XH mit der Shotgun. Kann er. Nice, Seitu kriegt ihn auch. Sauber gespielt hier von Seitu. Und ja, sie haben jetzt zwar Phantom im Freezer gepusht, aber oh, Seitu lebt immer noch. Pusht hier mit der Neck rein, ganz aggressiv. Kommt, kann er hier Snake auch noch killen? Er kriegt den Triple Kill. Ach, oh, Quadra Kill, er hat Fufu gekillt, sein Teammate. und Head killt ihn eventually hier. Eventually, ja, genau. Killt ihn endlich. Ey, immer dieses Englisch. Schlimm, wenn man zu viel auf Englisch kasselt. Aber Head mit der Saber kann das theoretisch noch reißen. Er kriegt jetzt eigentlich ordentlich was mitgegeben von Casey. Nee, renn. Ich glaube, er will es securen. Er will es safen. Ha! Oh, weiß ich nicht. Hättest du das sicher gespielt? Ich glaube, ich würde es probieren. Ja. Ich würde es auch probieren, denke ich mal. Saber, er hat noch Hälfte HP, zwei Gegner. Ich meine, klar, er hat noch einen Klecker und einen Flashbang, aber es war noch viel Zeit. Klar kann man das sichern, aber. Ich meine, vielleicht kommt er noch mal rein, wer weiß. Ja, noch ist weiß. Ich denke mal, wenn er von außen noch einen bekommen könnte, dann würde er vielleicht wieder rein. Vielleicht hat er jetzt geworfen, interessanterweise. Wenn er jetzt versucht, durchs Teller holen, aber das trifft. Nee, das steht falsch. Kannst du da nicht kriegen. Naja, jetzt hat er aufgegeben. Ah, ich hätte das probiert. Ich meine, klar, selber Close Range gefährlich, aber sie müssen ja auch Runden gewinnen, wenn sie keine Runden gewinnen. Andererseits Klecker, ne? Ah, ja. Ja, es ist schwierig, aber ja. Schwierig. Ich meine, die Chance, dass er gewinnt, ist schon nicht hoch. Andererseits, wenn sie die Runde einfach aufgeben, wird es halt auch schwer, das Spiel zu gewinnen. Ja. Ist halt da jetzt tatsächlich ist die Frage. Sagst du, nee, wir probieren es nochmal ordentlich oder setzen wir jetzt hier alles auf eine Karte? Das ist natürlich eine schwierige Entscheidung in dem Moment. Ah, Saber ist natürlich auch, also ja gut, Close Range halt hart, aber die ist halt schon stark. Hätte schon klappen können, aber. Ja, gut. Wir haben Zato mit der Nag. Mit der Nag, ja. Ziemlich aggressiv gepusht, hat funktioniert, muss man sagen. Ja, es war eigentlich ja. Was, weil ich, es war eigentlich cool aus der.
Ich glaube, Head und Ace haben da, wollten da Teller stürmen und dann saß Saito da so im Rauch und dann saß Saito da im Arcade und kam dann rein mit den Necken, hat sie beide rumgerotzt. Und ist dann noch ins Dorf und reingepusht. Das war schon. Oh gut, er hat noch sein Teammate mitgenommen zwischendurch, so nebenbei. das war das zweite Mal, dass Fufufu geteamkillt wurde in diesem Match übrigens. Also, ah, nicht sein Match, vielleicht. So. Oh, okay, ja, was mir gleich auffällt mit der Map ist Reception. Man kann ziemlich gut von Reception aus Hallway die Bombe wallbangern. Oh ja, tatsächlich. Es ist ziemlich. Oh ja, das ist krass. Ja, das Office geht nicht, da kommst du nicht durch. Das sind äußere Wände. Irgendwo auf der Map sind wir viele, oder könnten wir viele Wallbangs sehen, wo auch ziemlich gut sind, weil hier von Club auf die Bombe. Oh, stimmt, Club hat auch einen guten Winkel. Ja, ist es schon. Ich glaube, auf der Map kann man als Verteidiger es gut auch von außerhalb halten, also Reception, Club. Bisschen, ja. Ja, ich frage mich ja, ob der Winkel hier durch Court, ja, durch die Fenster, ob das eher von den, von den Angreifern oder von den Verteidigern genutzt wird. Da siehst du auch schön in Hallway rein. Sieht momentan so aus, als würden die Angreifer sogar da durchgehen wollen. Also. Und jetzt ist natürlich genau der Punkt, was ich gerade sagte. Ne? Klar, die Runde gewinnen wäre schwer geworden für ihn. Aber jetzt steht es halt 5-2. Wenn sie das Match jetzt noch gewinnen wollen, müssen sie jetzt 5 Runden am Stück gewinnen. Und selbst für ein Unentschieden dürfen sie sich nur einen Fehler leisten. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hätte es riskiert im Moment. Aber schwere Entscheidung auf jeden Fall. Andererseits haben sie jetzt noch einen Clacker und eine Saber, also. Ja, gut, sie also können das, ich denke mal, sie können das gut gewinnen, der Saber zum Beispiel, auch die Wallbacks und alles. Ja, klar. Kann schon klappen. Sie nach dem Split, weil man, die wollen jetzt doppelt, ja gut, sie wollen jetzt halt doppelt, Moment. Sie haben doch gerade schon gecharged. Das ist jetzt aber riskant. Bringen jetzt 2 Clacker und 2 Draw-Charges, das heißt, sie haben nichts mehr für Factory dann. Oder verzähle ich mich gerade? Wir sind nur eine 7, ne? Nee, doch. Nee, Runde 8. Ja, komm noch eine, genau. Ja, gut, das ist natürlich jetzt auch eine Variante, das risikoreich zu spielen. Gut, sie pushen auf beiden Seiten rein. Das könnte natürlich jetzt die Runde gewinnen, aber dann wird die nächste Runde ganz, ganz eklig. Schauen wir mal, ob sie sich das gut überlegt haben. Saito steht hier, versucht hier von Club Druck zu machen, muss sich wieder zurücksetzen. Jede Menge Wallbangs, viel Schaden auf beiden Seiten schauen. Saito geht down. Snake hat ihn hier erwischt, der wollte sie hier überraschen in Office. Jetzt sind sie hier ordentlich in Hallway drin, nehmen auch JJ raus, schon eine Bombe. Fufu jetzt hier, wow, mit der Auto Shotgun und Casey zusammen nehmen sie 2 raus. Jetzt pusht er hier rein, wird aber rausgenommen, zu viele Angreifer. Hearts geht aber down, jetzt ist 2 gegen 2, Wallbang City, die Defender beide und basically keine HP mehr. Basically, ja, es ist schon wieder, es ist echt schlimm. Ah, schön hier, oh nein, ist der Trade, Age kriegt den Revenge Kill, nachdem Casey hier Huxford rausgenommen hat. Phantom jetzt auf der anderen Seite, ihr versucht jetzt hier. Das wird schwierig. Ich meine, Edge hat noch ein paar HP, hat aber noch viel Zeit. Viel Zeit. Jetzt Phantom out of position, von da kann er nicht wallbangen. 50, 90, 100 Sekunden, er hat's! Nicht Sekunden, Prozent! Ich weiß nicht, ob Edge. Ich glaube, er hat das getimed. Ich glaube, er hat realisiert, dass Phantom rumrennt und wusste, er kann von da nicht beschossen werden. Perfektes Timing. Jetzt rennt er noch raus mit dem Klecker. Aber bringt ihm nichts, damit keine Charge mehr. Ja, nice gemacht. Aber das war jetzt teuer mit 2 Charges. Da bin ich mal gespannt, wie sie es nächste Runde machen. Ja, also gut, es kann jetzt halt so oder so laufen, ne? Wir kennen die Map noch nicht. Das ist jetzt das Überraschungsei. Also das habe ich jetzt krass überrascht, weißt du? Dann sichern sie den Klecker, damit sie nicht Forced Eco playen müssen und dann machen sie ein Doppel-Charge-Play. Also, das ist schon, also ich meine, Überraschungsmoment war auf jeden Fall auf ihrer Seite. Ne? Hat auch gut geklappt, ich meine, war ein guter Split-Push. War am Ende ein bisschen knapp, aber ja. Schön runtergespielt. Auto-Shotgun ist weg, muss man sagen. Oder hat der sie noch aufgehoben? Ich glaube nicht, ne? Nee, ich glaube nicht, ne. Ja. Gut, die Morb haben sie noch. So, wie sieht es denn aus mit Grün auf der Map? Geht fast, ne? Geht, ja. Gut, wenn sie... Die Verteidiger wissen jetzt, dass sie... Das ist das große Problem, ja. Ja, also können sie sich theoretisch im Norden und im Süden positionieren von Storage oder Toxic und in rechts von Dog und schön die Tür eigentlich halten. Schwierig. Ich glaube, Flick hat nicht gezählt. Die markieren hier die roten Eingänge. Ich glaube, die haben nicht mitgezählt. Das könnte... Könnte ein teurer Fehler werden. Könnte TOT jetzt hier die Chance geben, das Ding zu reißen. Und dann steht es plötzlich 4-5.
Dann hat sich's doch gelohnt. Ja, dann, also gut. Das wäre es natürlich jetzt. Ja, wenn sie jetzt dran denken würden, dann würden sie sich wahrscheinlich Storage wahrscheinlich überlassen, weil das will sie ja eigentlich nicht wirklich halten, sondern einfach hier Barbed Wire in die Endgänge, Toxic sitzen und dann hier unten sitzen im Dog-Bereich und einfach die nicht rauslassen aus Storage. Aber gut, wenn du natürlich Angst vor den roten Türen hast, dann kannst du das so nicht spielen. Schauen wir mal. Ja. Ja, die wollen hier tatsächlich in beide Richtungen raus aus Storage und dein Office nehmen. NVGs haben sie benutzt, ne? Ja, ich sehe aber gerade manche. Eins, ich sehe zwei NVGs noch. Ja. Und du bist im Truck oder was? Naja. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ein oder zwei haben noch NVGs dabei. Ja gut, sie haben jetzt nicht eingezeichnet, aber sie kämen ein paar vorbei. Ja gut, die sitzen jetzt doch schon alle aufs Deutsch. Ich glaube, sie haben doch jetzt nachgezählt. Sie gucken jetzt schon alle in die Richtung. Lassen Fan komplett alleine. Ja, das wird hart. So viele Barbares sind es nicht. Drei Stück, einer am Eingang. Gucken, ob der was macht. Haben sie den Frag? Sie haben zwei Frags. Ja gut, das ist machbar. Schauen wir mal, vielleicht kriegen sie es hin. Erster Frag geht raus, Barbare weg. Jetzt können sie rein, Phantom schießt ein bisschen, trifft nichts. Hier reingepusht. Schöner Schuss. Direkt. Kasi nimmt Herz raus. Aber Huxford kriegt Phantom. Wichtiger Kill. Phantom bisher einer der stärksten Spieler von Frick hier. Aber das sieht nicht gut aus. Agent Huxford fallen beide. Gucken wir mal, ob Hattie was reißen kann mit der Saber. Long Range vielleicht. Ja, okay. Kriegt Casey. Die Verteidiger alle wieder super low. Aber Snake ist auch fast durch. Okay, das andere Barbeuer ja gefragt. Zeigen 30. Sie haben halt keine Flash mehr. Noch eine Smoke. Zeit wird auch langsam knapp, sind gleich bei der 1-Minuten-Marke. Seto hat halt immer noch die Mob. Nicht der perfekte Winkel für die Waffe, würde ich sagen, aber trotzdem ist es halt die Mob. Und ich glaube, das ist gegen beide ein One-Shot-Body-Shot, weil die beide schon Schaden haben. Oh, Fufu! Fufu sitzt mit der Neck im Truck! Das ist aber viel zu weit weg. Da hat sie Damage Fall-Off ziemlich sicher. Aber JJ rotiert hier schön aus dem Office raus. Nimmt Snake. Hat nimmt jetzt Fufu, hat noch die Saber. Das kann schon klappen. Der Smoke, wenn er jetzt auf den Smoke wartet, die Sniper Battle. Seto pusht da rein. Sehr riskant. Oh, Pistol Battle. Ja, Seto gewinnt's. Und damit können sie nicht mehr verlieren. Huh. Das sah ja fast noch knapp aus. Ja, aber gut. Aber jetzt die Frage, hat sich's gelohnt? Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Die erste Runde ist safen, um dann alles in der zweiten zu verbraten und die dritte zu verlieren. Das ist natürlich. Ja, das ist eine fragwürdige Strategie, würde ich sagen. Aber ich weiß es nicht. Ich würde sogar sagen, es war okay, da, also den Safe in der Seaster-Runde zu machen. Ja. Das verstehe ich noch, das kann man machen. Das ist wirklich so oder so, das ist eine Psychologiefrage, würde ich sagen. Ja. Aber dann der Doppelcharge im Killhouse, ich weiß nicht, ob sie es einfach vercheckt haben oder ob das wirklich der Plan war, weil. In der Situation, wo du 5-2 stehst, dir selbst eine Force-Eco-Runde reinzudrücken, also weiß ich nicht. Das war schon, naja gut. Hat auf jeden Fall nicht geklappt. Also ich meine, die eine Runde haben sie genommen, aber noch können sie nur unentschieden rausholen. Jetzt allerdings wieder auf Verteidigerseite. Geht das große Plan auch wieder los. Flick plant vielleicht, hier durch Storage durchzugehen und die Warcharge nicht an Storefront zu platzieren, sondern in Storage. Okay. Ne, scheinen sich immer zu entscheiden. Ja. Lieber Teller hier. Ja, wollen aber auf jeden Fall die ganze Map leer machen. Ja. Hammer splitten aus Arcade. Weiß ich nicht. Ich finde, also ich ehrlich gesagt, wenn du Arcade gehst, kannst du fast auf Storage gehen. Also klar, du musst dann von Storage in Arcade reinpushen, was ein bisschen eklig ist. Aber von Arcade nach Storage reinpushen ist halt auch eklig. Gut, da kannst du noch jemanden an die Tür stellen oder ans Fenster. Dann ist es ein bisschen leichter, aber. Ja, also sieht jedenfalls aus. Als ob ihr Plan ist, einfach mal alle Räume zu klären und dann ab zur Bombe ist. Also ehrlich gesagt, ich glaube, da würde ich mir eher die Dortschart sparen. Also, aber gut. Also ich meine, wie gesagt, sonst muss man natürlich Arcade pushen und das ist auch nicht gerade einfach hier von Storage aus. Gebe ich zu. Aber gut. Sie wollen hier auf jeden Fall sicher gehen und mit der Dortschart reingehen. Ich meine, es ist die erste Runde. Wenn sie einen Dortschart, einen Klecker benutzen, ist ja alles gut. Erstmal. Gut, wenn sie gewinnen, ist eh die Sache durch, ne? Sie müssen eh nur eine Runde noch nehmen. Dann haben sie eh ausgesorgt. Das heißt, es könnte hier potenziell die letzte Runde vor der großen Pause sein.
Potenziell. Matchpoint hier für Flick. Laufen, schleichen hier, schleichen hier zum Arcade-Eingang, damit sie nicht gehört werden. Harz ist der Einzige, der das wirklich hält. Mein Hux war kann hinrotieren. Beide haben eine Shotgun allerdings. Ich würde einfach vermuten, Hux wird wahrscheinlich die Molotov werfen und dann einfach da warten hinter den Arcade-Machines. Da kommt die Flash. Ne, er wirft keinen Molly. Da kommt der Molly. Oh, schöner Molly. Splittet richtig ordentlich. Fufu kriegt ordentlich Damage und Hux zieht sich zurück und geht jetzt hier in Office rein. Ist aber fast tot. Hux müsste ihn kriegen. Ja, kriegt ihn. Und damit ist Office noch sicher für die Verteidiger. Jetzt hier schön Head von ganz hinten mit der Ingmar. Guter Winkel. Macht hier Druck, lässt sie nicht reinkommen. Okay, Bathroom sieht gut aus für die Angreifer. Haben sie hier Agent Snake rausgenommen. Allerdings ist auch JJ down gegangen. Und damit steht es 3 gegen 3. Das könnte noch in beide Richtungen gehen. Harz versteckt sich hier im Storefront mit der Shotgun hinter der Ecke. Wartet hier für einen, auf einen unvorsichtigen Angreifer. Teammates malen hier ihn. Ah, Casey kommt raum und knippt ihn raus. Und jetzt wird es schwierig für Head und Hux war ganz schwierig. Saito mit der Shotgun, kommt Teller. Kann Head das hier halten gegen die Shotgun mit der Ingmar? Das könnte schwierig werden. Vor allem, wenn Phantom jetzt von der Seite kommt, durchs Tellerhole schießt. Aber da kommt Hexer von hinten. Nice! Schönes Teamwork hier. Hexer mit der Shotgun. Knallt ihn um. Muss ich jetzt wieder zurückziehen? Aber ich meine, Zeit spielt in ihre Karten. Da kommt eine Flash. Wir müssen jetzt die Bombe mal tappen. Ich glaube, sie wollen jetzt eine Tellerfrag, ne? Jetzt eine Tellerfrag werfen können. Da kommt die Frag, aber die dürfte nichts killen. Gut, für Bombe ein bisschen, ein paar Prozent sind jetzt drauf. Schöner Kill vom Head durchs Hole hier, durchs Löchlein, durchs Geldloch. Und jetzt ist 2 gegen 1 und die Zeit tickt und Phantom hat quasi keine Hitpoints mehr. Axfar wartet einfach geduldig, bis an die Bombe geht. 15 Sekunden, er muss jetzt 50 Prozent, fast 45. Und Head sitzt halt auch noch, ne? Also nee. Das sieht gut aus für TOT. Ja, jetzt muss er diffusen, hat keine Zeit mehr. Ja, das reicht auch nicht mehr. Hätte auch rausrennen können. Und da ist er down. Ja, gut. 4-6. Sehr guter Flank von Hexfer am Ende noch durch Office und Arcade dann, den die Shotgun vor Teller wegzuholen, weil ich glaube, das hat Heads Leben gerettet. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass Head das hätte halten können. Damit er irgendwann gegen eine Shotgun, das wäre ganz schwierig geworden. Vor allem, weil ja von der Seite auch noch der andere durchs Loch geschossen hat. Aber schöner Call dann da von Hex vor, von hinten durch, von hinten rumzukommen. Und mit der Shotgun natürlich steht dann da auch keine Chance. Was ich mich frage, warum haben sie nicht Auto-Shotgun genommen? Ja, gute Frage. Sie hätten es riskiert, ich hätte es riskiert, wenn die Gegner noch einmal gewinnen müssen. Ja, wenn du verlierst, ist es eh durch, ne? Da kannst du es auch bringen. Ja. Und vielleicht hätte mit der Mob statt Ingmar wäre auch nicht schlecht gewesen. Ich meine, ein bisschen riskant auf sich Store, aber er hatte ja ein paar gute Long-Range-Angles. Wenn du schon Ingmar nimmst, kannst du auch die Mob nehmen meistens. Gut, das heißt natürlich, jetzt haben es noch jede Menge Munition für beide. Ja. Und die Angreifer haben ihren Klecker verloren, ne? Also das kann jetzt ganz schnell kippen. Wenn TOT das hier gewinnt, dann ist Flick plötzlich in der gleichen Situation wie Team One Tactical letztes Set. Mit dem, dass sie die Factory dann auf grün nehmen müssen. Und sie riskieren das ja offensichtlich. Wollen einen Wall-Charge-Play machen? Kann ziemlich verheerend für Team One Tactical sein, wenn sie es nicht predicten, sozusagen. Also ist, ja. Das heißt, ich hoffe mal, sie benutzen eine Powerwaffe hier, also Auto-Shotgun oder Mob. Weil die kann schon im Hallway, Blockers, Kitchen kann schon gut Schaden anrichten. Ja. Aber ich meine, ist jetzt so ein bisschen High Risk, High Reward, ne? Wenn die Wall-Charge durchgeht und sie immer nach die Runde gewinnen, ist das Spiel halt auch durch. Dann ist halt auch egal. Aber wenn es nicht klappt, dann wird es halt nochmal ganz spannend in der letzten Runde. Und dann könnte TOT hier tatsächlich noch das Unentschieden rausholen. Aber momentan ist es noch Matchpoint für Frick. Frick? Flick? Flick. So. Barbara wird fleißig platziert. Ja. Die Autoshotgun wurde auch genommen. Nicht so. Ich glaube, sie werden ein bisschen überrascht werden von dem Plan, ehrlich gesagt. Haben nicht die Mob geholt, tatsächlich. Auto-Shotgun ist am Start, wie du schon sagtest, aber schauen wir mal. Snake könnte das natürlich, wenn er dann da, wenn die da durch Reception rennen, kann Snake natürlich theoretisch einmal die Tür aufmachen und reinhalten. Aber schauen wir mal. Head hier schön mit der Ingmar wieder. Hat ein bisschen Schaden ausgetauscht gegenseitig. Snake durch die Tür mit der Auto-Shotgun. Hat aber nicht getroffen. Jetzt wissen sie zumindest schon mal, dass er da ist. Jetzt schießen sie zurück durch die Wand.
muss er sich zurückziehen. Wall Charge ist, glaube ich, platziert. Flashen hier noch ordentlich rein. Da ist der Breach. Gut, jetzt wissen die Defender zumindest schon mal, was abgeht. Snake killt hier sehr schön JJ, der hier rein wollte. Jetzt kommt hier wieder die Flashbang. Age macht Druck im Hallway. Ah, wird dann hier von Casey gekillt, weil er sich als er sich nach Lockhart zurückgezogen hat. Head und Hearts rotieren, auch bitter nötig. Hex war will allerdings hier flanken mit der Neck, wartet hier. Oh, die gucken beide auf die Tür. Ne, die Tür ist offen, ach so. Oder? Ne, die Tür ist nicht offen, die schießen durch die Tür, glaube ich. So, jetzt sind dann die Angreifer hier auf der Bombe. Head und Snake sind nichts daneben. Snake mit der Autostadtgun, das könnte schon gehen. Ah, Sato geht down, aber so auch Hate. Oh, Fufu, schön mit dem Doppelkill hier. Nehmt die Autostadtgun raus. Und jetzt sind die Defender alle out of position. Aber er macht nicht weiter. Jetzt macht er weiter. 40%. Und Casey nimmt die Hex vor. Und das sollte es gewesen sein. Das kann Hearts hier nicht mehr retten. Oh! Zu früh? Ich habe zu früh gesprochen, hin was zurück. Das könnte doch klatschen. Er kriegt auch Phantom. Aber Casey tappt nochmal die Bombe. Oh, mit basically ein HP mehr übrig. Oh, Hearts, so was knapp. Mit dem Klatsch? Wie knapp so war das denn? Oh nein! Oh, ich hab's schon gecallt und dann reißt du das fast noch. Das war echt, oh, knapp. Oh, die Bombe war auf, ja, muss ja auf 95% oder so gewesen sein. Der hat noch einmal draufgehauen. Oh, wie krass er das da noch reingehalten hat. Der hätte ihn jetzt auch noch gekillt, ne? Das wäre durch gewesen, wenn er das nicht... Ja, sie hätten es geschafft. Und dann wäre es richtig schwer geworden. Wie gesagt, sie hätten keinen Klecker mehr gehabt. Und dann hätten sie nächste Runde Force Eco gehabt, hätten durch Grün reingemusst und Team One Tactical weiß genau, wo sie reinkommen. Es wäre spannend geworden. Es wäre vielleicht noch ein Unentschieden geworden. So halt leider nicht. Oder was heißt leider? Gut für Flick, leider für TOT. Ich gucke mal, ob wir schon noch irgendwelche weiteren Resultate haben, bevor wir dann hier Schluss machen für den Moment und dann eine Stunde wiederkommen. Wo sehe ich die Resultate? Hier. Matches. So, also es scheint sich als... Ach ne, Mesa ist noch nicht fertig. Mesa Momentum. Flogels hat sich durchgesetzt. SH hat sich durchgesetzt. Sind jetzt oben mit 6 Punkten jeweils. Habe ich auch eine Match-Übersicht irgendwo? Oder sehe ich nur das Leaderboard? Hätte ich vorher suchen sollen, ne? Ah, da, Latest Results. Das wird wohl sein. Ja, hier genau. Neon hat gegen Flups Flugis gewonnen. Das war ein bisschen weiter unten im Bracket. Flogels gegen Atlas. Das war eins von den Top-Matches, genau. Deswegen Flogels jetzt oben mit 6 Punkten. Reds hat gegen Frisky Fraggers gewonnen. Polar Sun hat gegen Fierce Blue gewonnen. Red Team hat sich gegen Project Neo durchgesetzt. Und Foxy gegen LCG. Tut mir leid, Pablo. Und SH hat halt gegen Rice gewonnen, genau. Deswegen sind die jetzt hier auch mit oben dabei. Und ja, Mesa läuft noch, ne? Mesa, was war das für Mesa Momentum, glaube ich. Gehen wir gerade noch die anderen Resultate durch. Hier Average Joe hat gegen Spankers gewonnen. Fierce hat Human Centipede besiegt. Hyper hat Havoc besiegt. Und das war das Gleiche. Das ist Fortfit gegen Forfit. Interessant. Und ja, das sind die Resultate bisher für Runde 3. Und das heißt im Leaderboard momentan Flogels und SH oben. Fierce auf Platz 3 mit 5 Punkten. Aber einer wird sich noch davor setzen. Entweder Momentum oder Mesa. Ich glaube, ich auch das einzige Spiel, das... Ne, laufen noch ein paar andere. Aber es ist das einzige relevante Spiel, das noch läuft. Gut, SPG könnte sich noch nach oben kämpfen. Könnte noch auf Platz 3... könnte sich noch mit 4... mit 5 Punkten teilen hier auf den vierten Platz dann. Bisher also Flogels, SH und dann schauen wir mal, wie das... Ich gucke mal, ob ich gerade den aktuellen Stand finde, wie es aussieht beim Mesa gegen Momentum. Oh, Momentum in Führung. Ganz knapp allerdings. 6 gegen 4. 6 gegen 5, Entschuldigung. 6 gegen 5. Könnte also noch ein knappes Ding werden. Wir machen jetzt aber dann erstmal eine Pause für ein Stündchen. Knappes Stündchen, 50 Minuten. Wir sind ein bisschen drüber mit der Zeit. Und dann kommen wir zurück. Also nicht wir, aber der Stream kommt zurück. Der Stream wird zwischendurch einmal down gehen, weil wir unseren Streamer wechseln müssen. Wollen hier niemanden 6 Stunden oder 7 Stunden an den Computer binden ohne Pause. Das Team wird einmal down gehen, aber dann ist er auf jeden Fall wieder ab in 50 Minuten, wenn wir mit den letzten 3 Runden vom Swiss durchgehen. Da wird allerdings auf Englisch gecastet dann, nicht mehr auf Deutsch. Und dann morgen 18 Uhr geht's weiter mit den Playoffs, die Top 4. Halbfinale, dann noch ein Halbfinale, jeweils Best of 3 und dann noch das Finale, auch Best of 3. Das wird dann nochmal spannend.
Und ja, gut. Pablo, herzlichen Glückwunsch zu deinem Cast-Debüt. Ach, danke. Ich würde sagen, einmal Applaus für Pablo im Chat, bitte. Danke. Ich finde, der hat das sehr ordentlich gemacht hier. Und ich bin auch froh, ich habe es überlebt, auf Deutsch zu casten. Ab und zu hat sich das Englisch reingeschlichen, aber gut. Ich glaube, es war okay. Auch danke an die ganzen Leute, die im Hintergrund waren hier. Production, Retzi und Plague, unser Referee hier und alle anderen, die im Hintergrund rumgeholfen haben. Und ja, klar, danke an die Teams natürlich, die hier dabei sind und noch viel Glück und Erfolg. Und wir sehen uns in 50 Minuten. Bis dann. Bis dann.